Hallo und jetzt willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Folge Rode, ja, in der Paia, ja, wir müssen die Kinder von hier wegschaffen, ja, und dann kriegen wir die Infos über den Feldherr. Als Befehlshaber. Feldherr. Ach ja. Martha! Hallo, mein kleiner Krümel. Wir haben keine Zeit. Wir müssen los. Schnell. Wer ist das? Eine freundliche Söldnerin. Sie wird uns helfen, von hier zu verschwinden. Also gut, Leute. Martha sagt, wir sollen der Söldnerin folgen. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Bleibt zusammen, damit keiner verloren geht. Das ist kein Spiel. Hast du einen Heldennamen, Söldnerin? Ein Heldenname ist ein Deckname, den nur die größten und bestesten Helden haben. Meistens eine Kombination aus einem coolen Tier und dem Wetter. Sagt ihr eure Heldennamen, Kinder? Meiner ist Wolfssturm. Meiner ist Blitzschlaghai. Meiner ist... Er ist Hühnerregen. Wollt ihr den Namen nicht? Oh, du nicht wegrennst jetzt deswegen? Ich wusste, ich würde dich hier finden, Adlerfrau. Hier bin ich. Sie hatten recht. Du stehst immer im Zentrum jedes Aufruhrs. Warum trittst du nicht beiseite und lässt mich meine Arbeit tun? Ich kümmere mich um dich. Und dich, sobald ich die Kinder weggebracht habe. Die haben noch zu tun. Lass die Kinder da raus. Ich werde es genießen, dich in deinem eigenen Blut zu ertränken. Zeit zu sterben! Haltet euch an! Leise! Meine Kinder machen zu viel Lärm! Ich hab einen Schlag. Los, wir ziehen die Augen aus. Oh! Dann sterben wir eben beide! Nichts mehr übrig. Erst stirbst du! Alaka! Los, schnell, Kinder! Das Boot wartet! Du brauchst einen Heldennamen, Söldnerin! Such du doch einen für mich aus! Oh, wie wär's mit Adler? Irgendwas! Doch ein Adler. Adler, Donner. Perfekt. Jetzt bist du eine von uns. Ist. Ja, geschafft. Du hast Adler, Donner, Adler, Donner, Adler, Donner. Das war der totale Wahnsinn. Söldnerin, du hast es geschafft. Es ist Zeit für dich zu gehen, kleiner Krümel. Du kommst nicht mit? Nein, ich muss bleiben und hart arbeiten, damit ich dich eines Tages besuchen kann. Nein, nein! Wo ist mein Pater? Wo ist meine Martha? Ohne dich will ich nicht gehen, Martha. Er nimmt mich in den Arm, wenn ich schlecht geträumt habe. Söldnerin, ich weiß nicht. Nun, da der Zeitpunkt gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es vertrage, sie fortzuschicken. Schick uns nicht weg, bitte! Oh. Oh, das ist eine miese Entscheidung. Es ist das Beste für die Kinder, wenn die gehen von hier. Also sind getrennt dann von ihren Eltern. Das ist auch wieder mies. Aber wenn sie hier bleiben, kann ihnen was passieren. Aber wir werden eh alle umbringen, von daher. Warum muss ich das entscheiden? Das ist doch scheiße. Mann. Aber wie sollen die Kinder überleben ohne Eltern?
Alter, Mann, das könnt ihr mir nicht antun. Kinder sollten nicht von ihren Eltern getrennt werden. Ihr solltet bleiben. Ich kann bleiben? Martha, wir bleiben zusammen. Pater! Pater! Ich bin froh, dass mein kleiner Krümel hier bleibt. Aber ist es das Richtige? Es wäre grausam, diese Familien zu trennen. Vielleicht ist es noch grausamer, sie zu einem Leben in Messenien zu verdammen. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, sie zu schützen. Wir werden immer für unsere Kinder kämpfen. Ja, immer. Und du hast deinen Befehlshaber. Hab Dank, Söldnerin. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen. Ja. Ein Ältestenhinweis. Ach, du Heiland. Okay. Was habe ich denn in diesem Lager noch nicht erkundet? Mein Schatz. Egal. Mit den Schatz und wir haben eine EP, außerdem haben wir da eh schon alle getötet. Bloß nicht sehen lassen. Ja. Das ist der Söldner, ihr könnt ruhig herkommen. Ich mach ihn einfach fertig. Hinten müssen wir in 8 Uhr lang. Wir sind fast genauso schnell wie das Pferd. Weiter weg. Der Wolf kann uns. Alter, das Vieh kann uns einholen. Alter, jetzt. Irgendwann können wir doch mal hoffentlich sprinten, oder? Ja. Danke. Komm schon. Darf ich erstmal vielleicht den Ort synchronisieren? Irgendwas das ist der Treffpunkt. Was weißt du über diesen Mann außer Morges engerem Kreis? Demokrates. Drachmen sind seine schärfsten Waffen. Wenn wir ihn töten, versetzen wir dem Einfluss des Ordens auf die griechische Welt einen harten Schlag. Sein Tod bringt uns einen Schritt näher an Amorges heran. An Elpidias. Ich mag Drachmen, doch sie können sich nicht mit der Schärfe meiner Klingen messen. Nicht, wenn ich meinen Sohn finden will.
Es gibt nur ein Problem bezüglich Demokrates. Das wäre? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Dann müssen wir genau hinhören, wenn wir uns nähern. Darf ich vorher den Aussichtspunkt? Toll. Wenn irgendetwas schief geht, denk daran, dass wir hinter Demokrates her sind. Der Orden ist eingetroffen. Ihr kommt spät. Wir kommen absolut pünktlich. Denk daran, sobald Demokrates sich zeigt, töten wir ihn. Oder wir töten einfach alle. Das ist natürlich auch eine gute Option. Ich nehme an, du hast dabei, was wir brauchen. Was das angeht, wir sind nicht sicher, ob wir euch noch mehr geben sollten. Das entscheidest nicht du. So hat es immer funktioniert. Ihr gebt die Drachmen. Wir haben die Waffen, die Spartaner und den Krieg. Ihr bekommt, was ihr wollt. Wir bekommen, was wir wollen. Jetzt nicht mehr. Ihr müsst dem Orden beweisen, dass ihr wert seid, was wir euch bezahlen. Ich weiß, dass eure gesamte Organisation sich von dieser Söldnerin mit ihrem Vogelvieh auf der Nase herumtanzen lässt. Seht dies als eure letzte Chance, um eure Pflicht zu tun und uns in Messenien zu unterstützen. Offensichtlich kennst du die Adlerfrau nicht. Und wer bist du, dass du unsere Allianz verwirfst? Schon seit Xerxes Zeiten arbeiten wir zusammen für den Frieden. Frieden? Erzähl mir nichts vom Frieden. Ihr seid es, die die griechische Welt zu eurem eigenen Vorteil in endlose Konflikte gestürzt hat. Glaubt ihr, wir wissen das nicht? Morgus hatte recht, wie tief der Kult des Kosmos gesunken ist. Ich werde nie verstehen, warum wir dieser Allianz so viel Wert beigemessen haben. Tja, ich habe ja den Kosmos ausgelöscht. Denke gut darüber nach, was du im Begriff bist zu tun. Zahlt ihr nur weiter und wir halten unseren Teil der Abmachung. Dieses Treffen ist beendet. Dann bleibt es bei der Abmachung. Demokrates! Das ist er. Das ist Demokrates. Okay. Können wir jetzt aufdecken erstmal hier. Nur ein Gespräch. Und ich weiß nicht nur, was einem Menschen das Wichtigste ist, sondern auch, wie ich es zerstöre. Das ist der Schwächste von allen sogar. Hauptsache er wird einfach. Bring dich um! Zur Festung! Toll! Du bist ein Licht! Dein Blut ist nichts wert! Demokrates! Sieh das nicht an! Ich kann Adrenalin gerade aufbauen. Tod. Für den haben wir einen weiteren Hinweis. Herr Anelpidios. Ich muss zurück zu Dareios.
Warum tötet mich Feuer so krass? Nur mal so. Jetzt. Hä? Versteh's nicht. Habe ich irgendwie was an, was mir so 50-100% Schaden reindrückt, wenn ich Feuer abkriege? Nur so als. Minus. Warum kriegt der Gegner? Ich muss das. Ich tausche das einfach mal aus. Ich tausche das einfach echt mal aus, dann war das echt eigene Dummheit irgendwie. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den Kommentaren gesagt. Demokrates ist tot. Für das, was sie getan haben, verdienen sie den Tod, Dareios. Jeder Einzelne. Cassandra. Sie stehen zwischen Elpidios und mir. Ja, nur weil der eine wieder zurückgekommen ist. Ich hole mir mal nur den Teleportationspunkt jetzt da hinten. Weil den konnte ich ja zuvor nicht holen. Dann haben wir wenigstens auch einen hier in der Nähe. Und dann suche ich meinen Schmied auf und tausche das aus. Das macht ja echt wenig Sinn. Komm, du bist ja fast da. Was bringt das denn? Ich hätte gedacht, der Gegner kriegt 50%. Aber wir kriegen auf uns eigene minus 50%. Wow. Klingt halt mega wenig. Idiot. Hätte einfach das Rot beachten. So, da ist der Typ. Hier, Kopfgeld bezahlen. Ja, hier haben wir keinen Schmied da unten. Ich kann mich ja mein Hirn teleportieren und dann da rüber. Da ist ein Schmied in der Nähe. War echt nervig. Auch mal wieder kurz in Sparte. Hier eh nicht betreten. Oh. Come on, wir sind immerhin gleich da. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Ja. So. Ach, Rüstung. Prozent auf alle Widerstände, ja. Weiß nicht, wozu man das nehmen sollte. Und Gesundheit. Ja.
kann ja alles mal hier verkaufen. Hat sich dann schon wieder was angesammelt, ey. Besser werde ich nur meine Waffe. Bei jedem Damage, den wir mehr machen, der lohnt sich. So. Danke fürs Vorbeischauen. So. So, hier ist der Typ jetzt. Zack. Darüber geht's. Mal hin. Ja, auf geht's. Weg da. Von Amorgis. Amorgis verlangt Respekt für seine Soldaten. Den kann er haben. Ich werde einfach schnell alle hier töten. Warum konnte ich denn... Ich konnte eben nicht... Bin ich nicht in der... Ich bin noch in der... Ja, sag ich doch. Ja. Ich bin noch richtig, wollte schon sagen. Zack, das war das.
Gibt auch noch normale Wachen. Erstmal sabotiere ich das da oben. Lass sie gleich nachher mal da liegen. Auf dem muss ich wieder die 1 anwenden. Verdammt viele, ey. Normale Gegner halt auch, ne? Das war jemand, der sich auf Töten versteht. Vermutlich ein Söldner. Oh. Tut dich erstmal alle da oben. Was komme ich nicht? Kultwachen, die kann ich nicht einfach so schnell durchtöten. Da sind aber welche am Schlafen. Den wieder aufladen. Und hier machen wir einen kleinen Cut, denn wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein!